Mein Name ist Stefan und ich bin Leiter der Leitstelle der Stadtwerke Jena-Netze. Und ich bin Daniel, einer von 12 Mitarbeitern der Leitstelle. Die Aufgaben der Leitstelle umfassen die Überwachung und Steuerung der Netze und Anlagen in den Versorgungsbereichen Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme sowie die Erzeugungsanlage der Stadtwerke Jena-Gruppe. Außerdem sind wir noch die Meldestelle für alle Störungen im Versorgungsgebiet und koordinieren die Störungsmaßnahmen. Der längste Stromausfall war letztes Jahr im Versorgungsgebiet Pößneck, als von einem Kabelring zwei Einspeiseleitungen gestört waren. Das dauert ungefähr einen ganzen Tag bis zur Behebung. Im Stromnetz hatten wir im ersten halben Jahr 2023 im Schnitt 1,3 Störungen pro Tag. Davon sind allerdings nicht alles Versorgungsunterbrechungen. Diese betreffen ungefähr 0,3 pro Tag im Schnitt. Die Leitstelle hatte in der Vergangenheit noch keine Versorgungsunterbrechung. Wir sind über eine Batterieanlage und das Notstromaggregat der Stadtwerke-Gruppe abgesichert und werden im Notfall darüber versorgt. Die aufregendste Störung der letzten 30 Jahre war das Hochwasser 2013. Das war deshalb so aufregend, weil bedingt durch die vielen Ausfälle und vielen Störungen in den ganzen Medien, Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, ein hohes Störaufkommen zu verzeichnen war und wir viel zu tun hatten. Vielen Dank an alle ehemaligen und aktiven Mitarbeiter der Leitstelle, die uns in den letzten 30 Jahren die Stellung gehalten haben. Wollt ihr die nächsten 30 Jahre mitgestalten, so bewerbt euch bei uns.